Der Weltklimarat der Vereinten Nationen zeichnet ein drastisches Bild des Klimawandels. In einem Zwischenbericht heißt es, die Ozeane und die Atmosphäre würden immer wärmer. Gletscher und Schneefelder gingen stärker zurück und der Meeresspiegel steige höher als erwartet. Zudem nehme die Konzentration von Treibhausgasen stetig zu. Die Berichte des Rates dienen als Grundlage bei den Verhandlungen über eine gemeinsame weltweite Klimapolitik. Eine Sitzung des gesamten Kabinetts unter Wasser. 4 Jahre ist es her, dass die Regierung der Malediven sich zu diesem aufsehenerregenden Protest entschloss, um auf die Gefahren des Klimawandels hinzuweisen. Bislang ohne Erfolg. Sollte der Meeresspiegel steigen, könnten die Malediven versinken. Aber auch in unseren Breiten drohen Gefahren, da sind sich die Forscher inzwischen einig. Die Küstenländer wie Holland oder Deutschland werden sicher durch den Anstieg steigenden Meeresspiegel beeinflusst werden, während zum Beispiel wir in der Schweiz von diesem Meeresspiegelanstieg wenig merken. Aber bei uns verändern sich die alpine Region massiv. Das heißt, wir haben abschmelzende Gletscher. Die Experten haben unterschiedliche Szenarien entwickelt. Unstrittig ist, der Meeresspiegel wird weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts steigen, zwischen 26 und 82 Zentimeter. Und es wird immer heißer werden, bis zum Jahr 2100. Die Wissenschaftler gehen von einer Erwärmung zwischen 0,3 und 4,8 Grad aus. Dieser Bericht, der macht nochmal eindeutig klar, dass der Mensch inzwischen der große Klimamacher schlechthin ist. Alleine von der Erwärmung während der letzten Jahrzehnte hat der Mensch schon über 50% zu verantworten. Der Klimabericht erhöht den politischen Druck auf die großen Verschmutzer, heißt es bei der Bundesregierung. Präsident Obama hat deutlich gemacht, dass er in seiner zweiten Amtszeit dem Kampf gegen den Klimawandel eine hohe Priorität einräumen wird. Die neue chinesische Regierung hat sich sehr eindeutig positiv positioniert. Bei den Vereinten Nationen wollen sie die Ergebnisse des Berichts noch im Herbst diskutieren, auf der nächsten Klimakonferenz.